Läufer G5. Oh, die schärfste Wahl. Alles klar. Läufer G5. So, los geht's. Diesmal spielt ihr mit Weiß Chat. Und ihr könnt die Züge wieder in den Chat schreiben und der meistgestimmte Zug wird gespielt. Auf geht's. Mal sehen, was ihr hier für eine Eröffnung aufs Brett bekommen wollt. Mal sehen, was ihr hier spielen wollt. E4 oder D4? Das ist hier das Rennen. E4 oder D4? Einer der beiden soll es wohl sein. E4 oder D4? Setzt sich E4 durch? 25 zu 18. Wo sind die D4-Spieler? Wo sind die E4-Spieler? Und es ist E4. Alles klar, Chat. Gute Wahl. E4. Wunderbarer Zug. So. Mitspielen kann man oder teilnehmen an der Umfrage kann man im Twitch-Chat, Freunde. Auf YouTube hat das keinen Effekt und man muss immer das Ausgangsfeld und das Abschlussfeld reinschreiben. Also klassische Notation, aber man muss keine Figur davor schreiben. Also einfach nur, von wo die Figur zieht, wo sie hinziehen soll. So, Springer F3 scheint mir hier der Favorit zu sein an dieser Stelle. Ja, wird jetzt wohl auch kommen. 23. Oh, viele wollen noch das Mora-Gambit spielen mit D4. Okay, D6 mache ich. Opa Vlog fragt, was ist Twitch? Klärt mal einen alten Mann auf. Twitch ist eine Plattform für Livestreams. Und ich streame gleichzeitig auf YouTube, Twitch und Facebook. Und dieses Tool allerdings, dass man hier gegen meine Zuschauer spielen kann, über eine Abstimmung, wie wir das gerade sehen, das ist nur über Twitch möglich. So. Okay. Was haben wir als nächsten Zug? Offener Sizilianer soll es werden, ja? D4 wollt ihr sehen? D4 wollt ihr sehen. Aha, alles klar. Okay, D4. Gut, den schlage ich natürlich. So. Die Eröffnung ist jetzt tatsächlich ein bisschen zäh. Es wäre schön, wenn man das ein bisschen noch einstellen könnte, dass am Anfang der Partie, sag ich mal, weniger Bedenkzeit möglich ist. Oder dass ich schon vorzeitig den Zug spielen könnte. Zum Beispiel jetzt nach 20 Sekunden ist schon klar, D4 wird hier Springer F3 schlägt, D4 wird gespielt werden. Hat bereits 30 Votes, 30 Stimmen. Von daher wäre natürlich noch, gibt noch ein bisschen Verbesserungsbedarf bei dem Tool, aber trotzdem eine super Sache, dass das überhaupt möglich ist, hier eine Partie gegen den Chat zu schreiben. So, zu spielen. Springer F6. Wie gefällt euch eigentlich mein T-Shirt heute? Bald kommt der Merch, bald kommt der Merch. Ich weiß, ich sage das jetzt schon eine Weile, seit einer Weile, aber ein bisschen Feintuning ist da noch nötig. Dann gibt es bald Shirts, dann gibt es bald auch solche netten Tassen. Ah, ist alles am Start. So. Weiter geht's. Wir haben über 600 Zuschauer mittlerweile und auch viele, die sich hier beteiligen. Hier der Springer soll entwickelt werden. Springer nach C3. Moin Stefan, wie geht's? So, natürlich Neidorf. Was sonst? Was sonst? A6. Und jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, welche Neidorf-Variante hier bevorzugt wird vom Chat. Denn es gibt echt tausend Züge. Man kann natürlich den Läufer rausbringen auf C1, man kann ihn auf F1 rausbringen. H3, F3, F4, H4, A4, A3, Springer B3, Dame F3, Dame D3 und so weiter und so fort. Also tausend Züge. Von daher bin ich gespannt, welcher Zug sich hier durchsetzt vom Chat. Welcher soll es sein? So. Läufer G5. Oh, die schärfste Wahl. Alles klar. Läufer G5. Die schärfste Fortsetzung, die ich auch selber gerne spiele. Wow, das ist natürlich hier. Aggressiv spielt ihr hier, Chat, gegen mich. Sehr aggressiv. Ihr wollt es wissen, oder? Ihr wollt mich hier platt machen. Ich sehe das schon. Ihr wollt mir richtig direkt an den Kragen. Mal sehen, ob ihr hier mit der Theorie vertraut seid. Okay, es gibt ja mehrere Möglichkeiten für Weiß an dieser Stelle. Mal sehen, welcher sich hier durchsetzt.
So, also auf Twitch und der Twitch-Chat hat entschieden, Läufer C4. Sonst gibt es auch noch Dame E2 und F4, war hier auch der zweitmeist vorgeschlagene Zug. F4. Aber Läufer C4 auch ein sehr gängiger Zug. Ich spiele mal die Dame nach B6. Das ist hier tatsächlich der Hauptzug. Ist ein bisschen ungewöhnlich, die Dame so früh zu entwickeln. Ein bisschen verstößt es gegen die Eröffnungsregeln. Aber Schwarz bleibt recht flexibel und der Bau auf B2 wird angegriffen, der muss jetzt erstmal verteidigt werden. Von daher, das ist ein bisschen die Frage, wie Weiß mit der Verteidigung des Bauern hier umgeht auf B2. So. B3, Chat. B3. Das ist aber ein seltsamer Zug. Neunmal wurde der vorgeschlagen. Also Läufer B3, Dame D2 oder kurz auch gerade, das sind die Hauptzüge. B3 ist ein bisschen ungünstig, weil es den Springer schwächt. Der Läufer ist nicht mehr so harmonisch, wisst ihr? Ich schaue mal, ob ich das jetzt direkt ausnutzen kann. Ich sehe es nicht so richtig, aber das kommt mir suspekt vor. Auf jeden Fall. Sehr suspekt. Sehr suspekt. Ja, ich spiele einfach mal E6. Mal sehen, was er dagegen macht. B3 hatte sich eben durchgesetzt mit 9 Stimmen. Und für alle, die sich jetzt beschweren, am besten selber mitstimmen. Und dann was daran ändern. Sonst kann man sich natürlich auch nicht beschweren, ist ja klar. Okay, also für die Kurzrochade, ja, das ist jetzt hier auch richtig. E1, G1 ist da der richtige Weg, um kurz zu rochieren. Bringt man den König von E1 nach G1. So. Ich überlege schon mal, was ich dagegen mache. Ja, der Zug hat sich jetzt durchgesetzt. Ich glaube, ich entwickle mich einfach mal weiter. Ah, sehe ich jetzt nicht, was dagegen spricht. Ich spiele einfach mal Läufer E7. Ich spiele einfach mal Läufer E7. So. Mal sehen, wie ihr jetzt hier weiter fortsetzen wollt. Okay, F4, Turm E1, also der Chat ist sich unsicher. Hier viele Kandidatenzüge, ihr seht es, bis unten geht das hier durch. Welcher soll es sein? Turm E1 gespielt, sinnvoller Zug, deckt nochmal den Bauern auf E4. Und ich spiele jetzt erstmal, was mache ich eigentlich Feines hier? So viele schöne Möglichkeiten. Ich rochiere mal kurz. Ich rochiere einmal kurz. So, wie soll es weitergehen hier? Chat. G5 nach E3 wird vorgeschlagen. F4 ist ein Zug. Springer A4. Okay. Genau. Bitte die Züge im Twitch-Chat schreiben. Im YouTube-Chat wird das leider nicht mit berücksichtigt. Also nur auf Twitch. Aber ihr könnt natürlich gerne weiterhin auf YouTube schauen. Springer A4 setzt sich durch, Angriff auf meine Dame, aber ich sag mal, so, ihr wollt jetzt vielleicht irgendwas Fieses machen, kann das sein? Wollt ihr was Fieses machen, Chat? Okay, was, wie wär's damit? Dame A5? Vielleicht mache ich auch was Fieses. Ich glaube, ich habe hier so eine Idee, was ihr gerne machen wollt. Okay. Also, Züge auf Twitch reinschreiben, immer Ausgangsfeld, Schlussfeld, so wie es hier die meisten auch tun. Ihr seht ja auch den Chat über mir, so ist das richtig. Die meisten machen das hier richtig auf Twitch und dann werden Züge berücksichtigt. Louis, wie kann ich mitspielen? Du kommst auf Twitch in den Chat und da kannst du genauso an der Umfrage teilnehmen und der meistgestimmte Zug wird dann
wird dann gespielt. So wie wir es hier auch sehen, Läufer D2 hatte 15 Stimmen und wird jetzt ausgeführt. Okay, wo ziehe ich meine Dame jetzt hin? Wo ziehe ich die feine Dame hin? Ich ziehe mal nach C7 zurück. Bodies Life hat es schon gesehen. B5 ist eine Drohung. B5 ist eine Drohung. Nuao, ja, die Gefahr besteht, aber gut. Ich gehe natürlich davon aus, dass der Chat hier fair spielt. Von daher bin ich da entspannt. Bin ich da sehr entspannt. Oh, ihr wollt das Opfer jetzt? Ich habe mir schon gedacht, dass ihr das Opfer wollt hier. Dass ihr hier was opfern wollt gegen mich. So aggressiv der Chat heute unterwegs. So aggressiv. Ja, Läufer schlägt E6. Ich wusste es. Ihr kommt damit um die Ecke. Vielleicht hätte ich die Dame direkt nach C7 ziehen sollen und nicht erst nach A5. Aber gut, so steht es jetzt. Mal sehen, wie es weitergeht. Ist eine interessante Stellung jetzt auf jeden Fall. Und ja, dieser B3-Zug in der Öffnung, der fällt gar nicht mehr so schwer ins Gewicht. So, was jetzt? Okay, das ist eine eindeutige Geschichte. Der Bauer soll geschlagen werden vom Springer. 38 Züge bereits dafür. Die anderen haben sich verschrieben, haben C4, E6 geschrieben, aber der Springer steht auf D4. Ihr seht übrigens hier unten auch die Notation. Anhand dessen könnt ihr die Züge auch besser eingeben. So, Springer schlägt E6. Dann mache ich doch mal Dame C6. So, die Dame war angegriffen, deshalb musste ich sie ziehen. Und jetzt ist der Chat wieder dran. Der Chat ist wieder dran. Und der Chat will sich hier vergreifen an dem Turm. Aber Chat, ihr hättet auch mit dem Springer zurückziehen können nach D4. Dann würdet ihr die Züge wiederholen. Aber ihr wolltet unbedingt mal einen Turm, ne? Sonst hättet ihr hier Springer D4 wieder spielen können, dann muss ich nach C7 und dann, ja, müsste ich danach was anderes machen. Das wäre besser gewesen. Dann hätte ich nämlich meine Dame nach B8 stellen müssen, wenn ich die Partie fortsetzen möchte. Jetzt steht meine Dame besser auf C6 als auf B8, ist ja logisch. Da auf B8 würde sie ziemlich passiv stehen. Okay, weiter geht's, weiter geht's. So. Okay, wir haben einige Züge hier. E5 macht das Rennen. E5 öffnet den Turm. Okay, ich glaube, den muss ich erstmal schlagen, diesen Freund auf E5. Freddy 750 sagt, wir spielen nicht auf Remis. Ja, das ist das richtige Mindset. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Aber ich sag mal so. In der Stellung wäre auch Remis spielen gar nicht die schlechteste Entscheidung. Denn ich habe hier zwei Figuren für den Turm und dementsprechend eine ganz gute Stellung. Erkan sagt auch, Zug wiederholen, Chat will doch gewinnen. Ja. Ich glaube, ein Remis wäre auch kein schlechtes Ergebnis hier. So wie die Stellung gerade ist. So, dann ziehe ich mal den Läufer nach D6. Und greife euren Turm an. Wohin soll der Turm ziehen? Hier seht ihr die verschiedenen Möglichkeiten, die ihr habt. Aber so viele Felder stehen dem Turm gar nicht zur Verfügung. Mal sehen, für welches Feld ihr euch entscheidet. Wie ihr auf diesen Angriff reagiert. Schmö schlägt vor. E5 nach E8. Schmö, da ist der Turm weg. Auf E8 kann von der Dame und dem Springer geschlagen werden. Also bisher nach E3, nach E2 oder nach E1. Wohin soll der Turm? Ganz zurück nach E1, das sehe ich doch gerne. Zurück, wo er hergekommen ist. So, jetzt wäre es doch mal an der Zeit, hier weitere Figuren zu entwickeln vielleicht. Wie machen wir es? Der Läufer könnte mal rauskommen. Ich könnte, oh, das gefällt mir gut. Ich spiele mal diesen Zug, B5. Und greife euren Freund auf A4. Den greife ich einmal an. Mal sehen, was ihr dagegen macht.
Mal sehen, wie er darauf reagiert. Der Springer ist angegriffen. Soll er nach B2 oder nach C3? Das ist die Frage. Auf welches Feld soll er? Auf welches Feld soll der Springer hier? Wofür entscheidet sich der Chat? Nach C3. Das ist vernünftig. Da steht er ganz gut. Boah, wenn ich fies bin, mache ich jetzt sogar noch B4. Bin ich fies? Oder hilft mir das? Ich weiß es nicht. Ich spiele einfach mal meinen Läufer nach B7. Einfach mal eine Figur entwickeln. Das spricht doch nichts gegen, oder Chat? Einfach mal eine Figur ins Spiel bringen. Das hat noch keinem geschadet. So, über 700 Zuschauer mittlerweile. Also, wer später dazu kommt, ich spiele hier gegen meine Zuschauer im Twitch-Chat. Und teilnehmen kann man, indem man in dem Chat hier den Zugvorschlag reinschreibt. Also Anfangsfeld und Schlussfeld und dann wird dieser Zug gespielt. Oh, der Chat hat aufgepasst. Ich habe es nicht gesagt, aber es droht natürlich matt auf G2, Freunde. Mit der Batterie Dame Läufer. Aber der Chat passt auf und spielt richtigerweise hier den Bauern vor nach F3. Ja, der Chat passt auf. Okay. Wisst ihr was? Ich bin so ein bisschen auf Krawall gebürstet. Vorhin habt ihr mich angegriffen und opfert was gegen mich, den Läufer, und nehmt da meine Bauern weg und den Turm. Jetzt komme ich zurück. Jetzt komme ich zurück. Jetzt geht's nach vorne mit Springer G4. So, mal sehen, wie ihr darauf reagiert, was ihr dagegen jetzt macht. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was ihr dagegen macht. Uiuiui, da haben doch tatsächlich ein paar Leute hier vorgeschlagen, den Springer zu schlagen. Seid ihr denn lebensmüde, Freunde? Seid ihr denn lebensmüde? Das wäre kein guter Zug. Springer E4, das ist ein guter Zug. Das ist ein guter Zug, aber rettet er euch? Vielleicht. Vielleicht rettet er euch. Ja, doch. Leider, leider. Gut, nehmen wir erstmal den hier weg. Nehmen wir erstmal den hier weg. Ich glaube, da kann man nichts sagen. Der kann weg. Auf H2. Und hier habt ihr jetzt nur zwei legale Züge, nach H1 oder nach F1. Da müsst ihr euch entscheiden, auf welches Feld ihr lieber wollt. H1 oder F1. So, welcher von den beiden soll es sein? Okay, König nach H1. Habe ich vielleicht Läufer schlägt H2 ein bisschen schnell gezogen? Ich weiß nämlich noch gar nicht, was jetzt meine Antwort hier ist. Ja, spielen wir mal den hier. Der sieht ganz nett aus. Läufer G3. Läufer G3 gefällt mir so ganz gut. So, insgesamt. Insgesamt gefällt mir dieser Zug ganz gut. Was macht der Chat dagegen? Läufer G3. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt, wie der Chat reagiert auf diesen Zug. Ein bisschen Zeit habt ihr noch zum Nachdenken. Aber ich würde mir schon ein bisschen Sorgen machen um den König auch. Ich würde mir ein bisschen Sorgen machen um den König. Und welcher soll es sein? Turm E1, Springer schlagen. Oder doch was anderes. Turm F1 wird auch vorgeschlagen. Turm E2. Ja, deckt doch das Feld F2 nochmal. Ich denke, ein vernünftiger Zug. So. Und wie geht's jetzt weiter für mich? Nicht so leicht hier gegen euch. Ihr verteidigt euch gut. Noch sehe ich nicht, wie ich durchkomme. Wie ich matt setzen kann. Und der Läufer ist auch bedroht. Das habe ich erstmal gar nicht realisiert, dass der Läufer bedroht ist hier vom Springer. Gut, eben ging das nicht gut. Aber was jetzt? Was jetzt, Chat? Ihr macht hier echt. Ihr spielt gute Züge leider. Was soll ich dagegen jetzt antworten? Tja, ist nicht so leicht tatsächlich.
Ich glaube, das hätte ich alles noch schlauer machen können. Der Chat spielt zu gut. Zu gut. Tja, ich spiele den Läufer zurück. Was soll's? Was soll's? Ich spiele den Läufer zurück. Ich sehe nichts anderes. Ich sehe nichts Besseres hier. Aber da habt ihr euch gut verteidigt bisher. Also ich dachte eigentlich, das Ding ist bald um mit meinem Angriff. Aber der Springer, der ist hier eine wichtige Figur, der viele Felder deckt. Und da geht es nicht richtig weiter für mich aktuell. So. Ich glaube allerdings, es sieht nach wie vor ziemlich gut aus für mich. Und wer später dazu kommt, im Twitch-Chat kann man hier an den Umfragen teilnehmen und so einen Einfluss darauf nehmen, welcher Zug als nächstes gespielt wird. Das ist hier die Idee, dass ich gegen euch spielen kann, gegen die Zuschauer. Und wer sich beteiligen möchte, der kann das gerne tun. Aber ihr könnt auch einfach zuschauen auf Twitch, YouTube oder Facebook, wie ihr das gerne möchtet. Schön, dass ihr heute Abend dabei seid hier. Freut mich. Und später spielen wir noch ein bisschen Vier-Spieler-Schach. Darauf freue ich mich auch schon. So, was kommt jetzt? Ja, der Läufer soll wohl geschlagen werden. Okay. Aber jetzt bringe ich mal meinen Turm nach E8 und hier bin ich gespannt, wie der Chat reagiert. Hier bin ich gespannt, was der Chat jetzt macht. Aber ich glaube, es ist schwierig jetzt. Ich glaube, es gibt keine gute Verteidigung. Wenn mich nicht alles täuscht. Mal sehen, wie ihr hier reagiert. Dame nach D4 ist der Favorit. Aber das rettet die Lage natürlich nicht. Denn ich kann den schlagen auf E4. Und das ist jetzt eine Mehrfigur. Alika, wann kommt der Shop on? Kann ich dir noch nicht genau sagen. Hoffentlich bald. Hoffentlich bald. Innerhalb der nächsten paar Wochen, definitiv. So. Ja, der Turm, der muss hier weg, der wird jetzt geschlagen. Das schlägt der Chat vor. Dame schlägt. Und Vier-Spieler-Schach machen wir auch noch später hier. Das wird auch sehr lustig. Freue ich mich drauf. Vielleicht einfach nach dieser Partie. Okay, ja. Jetzt sind wir im Endspiel, aber ich habe eine ganze Figur mehr. Von daher ist das vorbei. Da ist nichts mehr zu retten. Aber gut, die ganze Stellung war schon sehr schwierig. Ich glaube, E5 war ein bisschen ungünstig, da die Linien zu öffnen oder auch die Diagonalen für meine Figuren. Da haben sich meine Figuren erst so richtig entfalten können. Und ich hätte vielleicht noch besser im Angriff gewinnen können, aber auch so jetzt mit einer Mehrfigur ist das ausreichend. Und das sollte ich jetzt zum Sieg bringen können. C3, okay. Kann man machen. Ja, ich bringe mal meinen König ran. König F7. Aber um ehrlich zu sein, ist das nicht mehr besonders spannend. Also die Partie werde ich nach Hause bringen. Von daher, wenn ihr das auch so seht, Chat, könnt ihr auch die Aufgabe reinschreiben in den Chat. Und wenn das genügend Leute schreiben, dann würde ich das hier abbrechen. Ja.
Okay, ja, Remis ist es nicht. Gut, ich denke, das klärt die Sache. Genügend Leute haben hier Aufgabe reingeschrieben. Deutlich mehr, als hier Leute in Zug vorgeschlagen haben. Von daher nehmen wir es als Aufgabe. Und das war doch eine ganz spannende Partie hier zwischendurch. Also da habt ihr euch echt noch gut verteidigt, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es war einfach nicht zu retten. Es war einfach nicht zu retten, weil ich mit meinen fast allen Figuren angreife. Und dann war das war immer auch das geringste Übel, hier in ein Endspiel zu kommen, mit Figur weniger, aber ist natürlich auch verloren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann seid ihr hier immer up to date. Darüber hinaus, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, schaut euch einmal die YouTube-Mitgliedschaft an. Alle Infos, alle Vorteile davon findet ihr, wenn ihr auf den Button klickt. Bis zum nächsten Mal.